Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Spieletest auf dem Kanal. Gametest halt, wie wir es kennen. Wir schauen uns heute, habe ich früher schon mal gespielt und jetzt nochmal für einen Test neu mir komplett angeschaut, nämlich Mirror's Edge Catalyst. Mirror's Edge, vielleicht sagt das manchen von euch was. Das ist, da spielt man so eine Dame, die einfach über Dächer klettert, alles sehr, sehr flüssig, sehr smooth, sehr parkourlastig. Sehr nice und das ist sozusagen der Nachfolger. Wir schauen uns als nächstes dann sozusagen den Vorgänger an. Ja, so läuft es bei mir halt. Kommen wir zum Entwicklerstudio. Da haben wir natürlich DICE, beziehungsweise was heißt natürlich, DICE hat das Ganze entwickelt. Kennen wir eigentlich als Entwickler von Battlefield. Arbeiten viel mit der Frostbite Engine und auch hier haben sie als erstes, das erste Mal, das in so einem Parcours-Spiel angewandt, die Frostbite Engine. Und schaut dementsprechend auch echt cool aus. Als Publisher haben wir Electronic Arts, also von EA ist das Ganze. Release-Datum ist der 9.06.2016, also auch schon über 7 Jahre her. Komplett verrückt. Mir kommt vor, als wäre es vor 2 Jahren gewesen, wie die Zeit verfliegt, ne? Wir kennen es alle. Als Genre haben wir ein Action-Adventure und hier auch tatsächlich ein sehr cooles Action-Adventure. Also eins, was nicht so üblich ist. Der Hauptfokus liegt halt wirklich auf Parcours oder aufs Runnen, also aufs Rennen und aufs Klettern und so. Und das haben wir halt nicht so häufig in der Action-Adventure-Welt, deshalb ganz cool. Altersfreigabe haben wir USK 12, liegt auch daran, dass wir keine Waffen dort haben, keine Blutgewalt irgendwie in dem Sinne, was auch cool ist, was auch erfrischend ist, weil viele wollen damit punkten mit ihrer Gewalt und sowas und es verzichtet komplett drauf und ist trotzdem ein gutes Spiel. So Leute, so viel zu den Fakten, kommen wir jetzt zur Story. Wir spielen zu Beginn Faith, also wir spielen Faith und kommen zu Beginn aus dem Gefängnis. Weshalb wir im Gefängnis sind, kann man in Comics nachlesen. Und wir schließen uns einer Runner-Gruppe rund um unseren ehemaligen Ziehvater, also jetzt nicht unseren leiblichen Vater, aber jemand, der uns sozusagen aufgezogen hat, Noah an. Noah ist der Chef von einer Runner-Gruppe, also eine Gruppe, die, ihr müsst euch vorstellen, das ganze Spiel spielt in der Stadt Glass. Und Glass wird eben kontrolliert von dem Konglomerat, also so politisch, und auch von der Firma Krueger, beziehungsweise Krueger. Und auch der Sicherheitsfirma von Krueger, also Krueger SEC. Und ja, alles wird halt sehr stark überwacht und sowas. Und da gibt es halt Runner-Gruppen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand bestimmte Kurieraufträge erledigt haben will, dafür sind wir da, dann rennen diese Runner über die Dächer, bringen das Paket oder sowas übergeben werden soll. Ja, und denen schließen wir uns dann an und erledigen auch die ersten so einfachen Aufträge, vor allem auch Nebenaufgaben sind viele Kurieraufträge. Ja, die Bevölkerung wird mit bestimmten Chips überwacht, aber wie sehr das Ganze eben noch Einfluss aufs Leben nimmt, das ist dann noch nicht so genau am Anfang so dargestellt oder man weiß es noch nicht. Wir lernen im Verlauf alle möglichen coolen Leute kennen, teilweise echt coole Leute, wie zum Beispiel auch die sympathische Plastic, das ist so die Programmiererin, sehr intelligent, sehr sympathisch auch, sehr locker nehmend alles. Ja, und gemeinsam kommen wir mit unseren Leuten nach und nach dem Geheimnis der Reflection. Das sind diese Mikrochips, wo ich euch erzählt habe, auf der Spur, weil es stellt sich heraus, dass dahinter doch mehr ist, dass die Menschen doch ein bisschen mehr kontrolliert werden können, aber da spielt das Spiel am besten selber. Ja, wir lernen wie gesagt echt coole Leute kennen. Ja, Schritt bei Schritt lösen wir dann dieses Geheimnis sozusagen auf. Wir haben echt schöne Zwischensequenzen, also sehr, sehr wie sagt man, cinearealistisch, also sehr cinematische Szenen teilweise wirklich cool gemacht. Wir haben eine gute Story, also es ist wirklich alles relativ zusammenhängend, schlüssig. Das Ende könnte man sich ein bisschen abschließender vorstellen. Bis heute ist noch kein Nachfolger draußen, aber hey, vielleicht kommt da noch einer. Zum Ende wird es auf jeden Fall passen. Wir haben eine gute deutsche Synchro, das will ich jetzt auch mal bei den Tests noch sagen, weil ich selber jemand bin. Ich verstehe die englische Sprache, aber einfach, keine Ahnung, ich bin Deutsch aufgewachsen. Ich liebe die englische Sprache, aber ich kann einfach besser mit der Deutschen, komme ich im Allgemeinen einfach ein bisschen besser zurecht. Und wir haben auch teilweise echt derbe Überraschungen. Also da will ich jetzt nichts spoilern, aber ja, es kommen und gehen Leute, ähnlich wie wir es von Game of Thrones kennen. So kann man so ungefähr sagen. So, kommen wir jetzt zum Gameplay. Wir spielen Faith, wie ich schon gesagt habe, aus der Ego-Perspektive und rennen, rennen und rennen durch die Spielwelt. Ab und zu kämpfen wir auch, okay, so viel muss ich sagen. Und es wirkt alles sehr fließend und authentisch. Also, es ist sehr, das Körpergefühl, was man in diesem Spiel hat, aus der Ego-Perspektive, es ist sehr schlüssig. Also ihr rennt da wirklich übers Dach und ihr seid auch richtig drin. Es treibt euch teilweise wirklich Schweiß auf die Stirn. Und ja, das ist ganz cool gemacht. Hat auch nicht jedes Spiel. Das Kampfsystem ist auf jeden Fall ausbaufähig. Also ich habe ja schon gesagt, wir haben keine klassischen Waffen. Aber trotzdem gegen die Krüger-Sicherheit kämpfen wir halt mit unseren Händen und Füßen so ein bisschen. Ja, mir hat es persönlich nicht so gut gefallen. Ich kam auch nicht so gut damit zurecht. Also wo es mit Klettern, Parcours und sowas wirklich ein Top-Spiel ist, ist das Kampfsystem sehr ausbaufähig, fast schon unnötig.
aber mit gewisser Erfahrung kommt man auf jeden Fall gut zurecht. Das Runnen ist das Hauptmerkmal des Spiels und es gibt auf dem Markt wirklich seltene, wenn überhaupt, aber doch sowas wie Ghost Runner oder so habe ich noch nicht gespielt, aber was man so hört, so richtig gute Parcours-Spiele. Und da, wenn ihr ein gutes Parcours-Spiel sucht, seid ihr da wirklich voll am Ball. Also ich kann es jedem Freizeitparcourler, der auch ab und zu Videospiele spielt, auf jeden Fall empfehlen. Es gibt verschiedene Fähigkeiten, die wir ausbauen können, sowohl fürs Klettern wie auch fürs Kämpfen. Und wir haben dann noch zum Beispiel sogenannte Runner's Vision. Also, weil dadurch, dass wir über die Dächer des Spiels spielen, ja hauptsächlich auf den Dächern, also zu 98% oder 99% sogar. Und ja, ihr könnt theoretisch überall, ihr habt einen Weg, ihr habt ein Ziel, ihr habt euren Zielmarker und ihr könnt egal wie dahin lang. Und falls euch manche Sachen ein bisschen schwerer fallen, weil auf den Dächern kann man halt schnell mal runterfallen, sage ich mal, wird euch auch oft genug passieren, kleiner Spoiler, gibt es eine Runner's Vision und da habt ihr so eine rote Spur, die euch ungefähr zeigt, wie ihr am besten zu eurem Ziel kommt. So, kommen wir zur Spielwelt. Ich habe ja schon gesagt, wir spielen in Glass. In der Stadt Glass, welche sehr eindrucksvoll ist auf ihre eigene Art und Weise. Also sie ist generell sehr weiß gehalten, sehr klinisch gehalten, sehr klinisch in Szene gesetzt. Wenn ihr euch jetzt denkt, wie ist klinisch gemeint? Ihr kennt es ja generell in der Klinik, falls ihr da schon mal wart, egal wegen Gründen von euch oder von Verwandten, Bekannten etc. Ist alles sehr steril, sehr weiß gehalten und sowas. Und so ungefähr wirkt diese Stadt. Also es ist wirklich alles sehr weiß. Ihr habt nur einzelne Farbakzente jeweils. Und ist aber schön gemacht. Also wenn man jetzt denkt, oh, ist doch sehr monoton oder sowas. Es ist wirklich schön gemacht. Bietet genug Abwechslung. Wir haben verschiedene Areale, die wir nach und nach freischalten. Es ist ein Open-World-Spiel, aber halt wir schalten sozusagen wie in ja, manchen anderen Spielen so nach und nach die Areale erst so richtig frei. Und für 2016 ist es wirklich eine schöne Welt und auch mit der Frostbite Engine 3 wirklich schön dargestellt. Habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen. Die Engine auf jeden Fall mit der Frostbite Engine 3 läuft das Ganze und schaut wirklich gut aus. Also sogar für damalige Verhältnisse, 2016 ist nicht so alt, aber trotzdem wirklich ein schönes Spiel. Im Vergleich zum Vorgänger haben wir eben eine Open World, wie ich gesagt habe, welche Teil für Teil freigeschaltet wird und gerade in bestimmten Missionen macht die Welt ihr Potenzial klar. Was ist damit gemeint? Also ihr habt wirklich Missionen, wo sie generell, ihr läuft halt durch die Stadt, geht zu euren Missionen, aber in den Missionen selbst manchmal kommen wirklich heftige Szenen zustande, vor allem in der letzten Mission. Also da nochmal größten Respekt, haben sie alles rausgeholt, super geil, habe es eben gerade durchgespielt und es ist wirklich, 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 wirklich gut, kann man sagen. Kommen wir jetzt zum Umfang. Wir haben eine Spielzeit von circa 8 bis 20 Stunden, je nach Spielweise. Also ihr könnt, wenn ihr ganz schnell seid, das Spiel in 5, 6 Stunden durchspielen, aber ich würde mal 8 Stunden, wenn ihr 1, 2, 3 Nebensachen noch macht und sowas. Und wenn ihr wirklich alles machen wollt, dann könnt ihr locker eure 20, sogar 25, 30. Und wenn ihr sogar euch das Rennen an sich Spaß macht, also immer euren eigenen Zeitlaufrekord schlagen und sowas, dann könnt ihr auch hunderte Stunden theoretisch so damit verbringen. Es gibt 15 Hauptmissionen, die wirklich gut gemacht sind. Viele Nebenmissionen kann man machen, muss man nicht. Viele Kurieraufträge, wie ich am Anfang erwähnt habe, wo ihr einfach Sachen von A nach B letztendlich bringt. Es gibt sogenannte Zeitläufe, also Grids, ich weiß gar nicht genau, wie die gerade heißen. Und da könnt ihr eben mit online eure beste Zeit für einen bestimmten Parcoursweg schlagen, ist ganz cool gemacht. Und es gibt auch Sammelobjekte und so Gedöns, also ihr habt wirklich, die Welt ist genug gefüllt, sagen wir es so. Ich habe selber jetzt nur die Hauptstory und ein paar Nebenmissionen gemacht, aber hat mich trotzdem zufriedengestellt, also trotzdem ein gutes Spiel dafür. Kommen wir zur Rezeption von Games, da gibt es 80 von 100 Punkten. Würde ich in die Richtung gehen, auf jeden Fall, kann man so machen. Würde auf jeden Fall selber noch ein bisschen drüber gehen. Von IGN haben wir 6,8 von 10. Finde ich persönlich ein bisschen zu schlecht, aber jeder bewertet, wie er es mag. Von Metacritic haben wir 74 von 100 für den PC und 72 von 100 zum Beispiel für die Xbox One. Also es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, auch so in der öffentlichen Kritik. Aber von mir persönlich gibt es als Endnote eine 1-. Warum? Ich habe das erste Mirror's Edge damals nicht gespielt, das werde ich jetzt bald eben nachholen. Oder jetzt so die nächsten Tage dann. Und für mich war das alles sehr neu. Für mich war das sehr eindrucksvoll. Die Welt ist ein bisschen anders. Dieses Parcours-Runnen hat mir total Spaß gemacht. Und ja, also von mir persönlich gibt es eine 1-. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dem für eine Schulnote geben würdet. Und es ist ein etwas eigenes Spiel. Also es ist bestimmt nicht für jedermann. Das kann ich auch verstehen. Aber das Spielprinzip ist eben sehr interessant. Und es spielt in einer sehr interessanten Welt mit einer auch interessanten Story. Und mit sowas catcht man mich. Ich liebe Singleplayer-Spiele, ich liebe auch Multiplayer-Spiele. Es ist ein gutes Spiel, welches heutzutage so ein bisschen diese Ansätze fehlen. Also wie ich schon vorhin gesagt habe, Ghost Runner soll so ähnlich sein. Aber ich habe es noch nicht gespielt, werde ich mir mal anschauen. Vielleicht wird mich das auch sehr gut überzeugen können. Ich finde es super, deshalb Endnote 1- von mir, kriegt eine klare Spielempfehlung. Wer es noch nicht gespielt hat und so auf Action-Adventure-Parcours-Spiele steht,
kann auf jeden Fall mal reinschauen und wir sehen uns ansonsten morgen Mittag wieder. Ich wünsche euch was, immer schön gesund bleiben, immer schön happy bleiben und bis morgen. Ciao, ciao.